Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included. Jo, jetzt sind wir wieder, es geht ja weiter. So. Alles klar, jetzt verschaffe ich euch natürlich wieder so einen kleinen Überblick nach Möglichkeit, was ich jetzt gerade bemerkt habe. Unser Sauerstoff hier wird immer geringfügiger jetzt. Das hat aber auch damit zu tun, weil wir das ja hier in die Schutzanzug-Docks hier reinpumpen. Und ich habe gesagt, rein von der Sache her könnten wir hier auch mal was abändern, weil hier erzeugen wir dort den Sauerstoff ja. Wir pumpen hier einen Sauerstofftank rein. Es ist alles ein bisschen suboptimal natürlich und ja. Jetzt ist halt die Überlegung, wie mache ich das? Ich sehe hier, dass ich immer weniger Sauerstoff hier habe. Da müssen wir jetzt dringend mal was machen. Und zwar sehe ich auch hier, dass jetzt zum Beispiel der Wasserstoff hier weniger wird. Ich habe hier noch einen Elektrolyser, den habe ich ausgeschalten. Der erzeugt jetzt ja Sauerstoff. Der ist noch mit der Wasserleitung verbunden. Deswegen sage ich mal ganz schnell hier, aktiviert dann mal hier. Das muss jetzt schnell passieren. Wir haben jetzt zwar hier unten Sauerstoff und so weiter und ich bin aber überlegen, ob ich hier natürlich mehr von diesen luftdurchlässigen Ziegeln baue, damit, aber es muss ja eigentlich auch hier durchsichern, der Sauerstoff und so weiter, ne? Gut, was wir noch machen könnten, wir könnten hier, ja, weil hier ist eigentlich sozusagen der Kamin, dass es hier hochzieht, aber hier ist halt auch Wärme, ne? Und ich möchte euch die Wärme auch nicht großartig da nach oben tragen. Aber nee, es hilft eigentlich nichts. Wir müssen mal schauen, dass wir tatsächlich hier ein bisschen mehr Sauerstoff nach oben bringen. Auch wenn hier natürlich, ja, da ist ja noch, aber das ist ja viel zu klein hier, dieser Bereich. Wir tauschen den Bereich mal komplett mit den Ziegeln aus. Und hier, das ist auch egal, da wächst eh nichts mehr. Und ja. Was ist hier noch so? Was ist mit dem los? Warum ist der so beschädigt? Hat der einen Kampf gehabt? Der ist auch beschädigt? Hm. Merkwürdig. So, gut, das kann hier auch rumsickern, aber wir machen hier auch Ziegel hin. Dann machen wir... Machen wir mal hier irgendwo Ziegel hin, oder? Und ja gut, da müssen wir aufpassen, dass uns die Viecher nicht fliehen. Aber normalerweise dürfte es nicht passieren. Nee, aber das sind ja auch wieder, das kann ja dann hier durchsickern. Das ist gar kein Thema. Gut, aber das Ding legt jetzt auch wieder los. Ja gut, natürlich haben wir hier dann Wasserstoff, der dann natürlich dann überschwappen könnte. Ich meine, der macht jetzt zum Beispiel hier bei der Farm nichts, dass hier oben ein bisschen Wasserstoff ist. Man könnte den auch rauslassen. Da sammeln sich dann halt irgendwo an der Karte am Ende. Das tut die Kühlleistung ein bisschen erhöhen natürlich, aber wenn isoliert ist, bringt es sowieso auch nichts. Hier haben wir ja noch keine Kühlspirale rein. Des Weiteren habe ich mal ein paar Plastikleitungen hier reingemacht. Leitungen. Ich meine Leitern. So. Und hier lassen wir den Wasserstoff einfach mal raus, würde ich sagen. Den brauchen wir hier drin nicht. Machen wir jetzt mal so übers Eck hier. Und wenn hier Wasserstoff rüberkommt, dann machen wir hier noch Ziegel rein, so zwei oder so. Ja. Gut, das war das eine. Des Weiteren könnten wir ja immer noch wieder hier die Rostex-Deoxidierer aufstellen. Aber wir merken hier, dass hier wirklich... Ich möchte jetzt eigentlich von dem Tank hier unten ungern jetzt hier wieder eine Sauerstoffleitung hochlegen. Das eine, was wir machen könnten natürlich, wir könnten ans Schutzanzug-Dock, wie gesagt, direkt das hier anschließen. Allerdings muss es halt auch ständig laufen. Das ist nicht immer gegeben, weil ich habe auch gemerkt, deswegen habe ich ja auch eine Änderung gemacht. Das Wasser, was jetzt hier gereinigt wird, das bisschen, das hat öfters jetzt dazu geführt, dass hier fast weniger durchkam. Jetzt habe ich so gemacht, dass wir hier von unserem Tank hier oben Wasser abpumpen. Über die Pumpe hier, die darf jetzt mal rechts und links. Und ja, da habe ich jetzt das Ganze hier aufgetrennt hier. Und jetzt sollte es eigentlich wieder dauerhaft laufen. Gut, das bedeutet jetzt aber, dass wir jetzt auch hergehen könnten. Zum Beispiel diese Gasleitung hochlegen zu unseren Anzugdocks.
Aber das müsste vorher durch den Filter durch, weil wir brauchen da drin keinen Wasserstoff oder sonstiges hier. Das bedeutet, wir könnten das hier anhängen. Das würde auf jeden Fall gehen. So, warte mal, die Chlorgasleitung hier brauchen wir doch eigentlich auch nicht mehr, ne? Ne, aber die spielt eigentlich keine Rolle, die stört uns nicht. Wir müssen nur hier eine Brückung schaffen, dass wir da durchkommen. Das heißt, wir können die Leitung beide brücken. Probieren wir uns mal eine Brücke hier. Das ist einmal die Richtung und einmal die Richtung. Ich meine, mittlerweile haben wir wieder keinen Überschuss hier an dem Gas hier, am Wasserstoff. Ich zeige euch aber dann auch gleich, woran das liegt. Aber der eine oder andere kann es vielleicht schon denken, ja. Wir haben ein kleines Problemchen und yo, das habe ich aber mir selber zuzuschreiben. Da habe ich was falsch gemacht, teilweise vielleicht sogar. Und, naja, gut, ich muss mich einmal unterbrechen kurz. Ah, das war jetzt vielleicht doof. Ne, Moment. Wird natürlich jetzt nicht mehr gebaut, weil natürlich Feierabend ist wieder. Oder vielleicht macht es die Nachtschicht. So, aber eigentlich könnten wir ja auch hergehen und das rechts und links abschneiden. Ist doof. Ne, wir schließen es kurz nochmal an hier, bis der Tag wieder neu beginnt. So. Go. Und da können wir schon mal Vorbereitung treffen, dass wir da weiterkommen. Lüftung. Wir können das aber dann auch so machen. Wir machen eine Brücke und leiten das, was nicht in die Docks hier reingeht, in die Docks, da oben in die Docks, das leiten wir dann um in den Tank. So. Okay, perfekt. Ja, wenn da jetzt ein bisschen Wasserstoff bei der Zerlegung rauskommt, das wird wahrscheinlich auch passieren. Ich kenne doch meine Leute. Ja, jetzt läuft das Ding zurück, das ist ja natürlich totaler Schmarrn. So, jetzt haben wir es gegeben hier. Dann können wir hier nicht weitermachen. Ja, das ist schon nicht schlecht, wenn es hier. Warte, wir machen es ganz anders da. Wir machen das so, dass der das hier oben rauspustet. Und das ändern wir komplett genau. Wir legen die Leitung um, dann geht hier halt nochmal jemand rein, aber das ist ja egal. Wir reinigen den Sauerstoff hier nicht. Dann machen wir hier kleine Brücke für den anderen hier. So. Das müsste eigentlich relativ schnell gebaut werden, oder? Ja. Dann kann ich nämlich das hier abschneiden. Das hier zerlegen. Den hier rüber, den Gasabzug da dann auch zerlegen. Der Rest geht dann nach oben. Ne, warte mal, was habe ich denn jetzt für einen Quatsch gemacht? So soll es ja nicht sein. Ne, 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 ne. Das war totaler Schmann. Weg damit. Da unten den Hochdruckabzug zerlegen und dahinter die Gasleitung auch zerlegen. Das war ein totaler Bummel hier. So. Anders, die wollen es ganz anders machen, Mensch. Ja, ich wollte es ja. So, da oben ist der Tank. Jetzt muss ich es natürlich gescheit hinkriegen hier. Das geht dann hier nachher weiter. Und hier machen wir dann eine Brücke hin.
So, und hier können wir eigentlich auch den Wasserstoff brücken. So, und hier habe ich gesagt eine Brücke, damit zuerst die Docks beliefert werden, der Rest soll dann Richtung... Gut, wobei, wir könnten auch hergehen. Das wäre eigentlich auch gar keine doofe Idee. Ja, wir machen es trotzdem so, dass es hier weitergeht. Aber wenn die Brücke hier jetzt nicht gebaut, ja, Scherzkeks hier. Manchmal habe ich echt mir zu überlegen, was die Duplikanten manchmal im Kopf haben. So. Ab da nehmen wir, glaube ich, eine isolierte Leitung. Weil es hier ja doch teilweise schon ziemlich warm ist. So. Können wir hier einschließen. Der Rest ist ja. Ach so, das ist hier noch im Filter gelaufen. Okay. Das geht dann jetzt hier. Da unten, der Sauerstoff geht hier weiter raus. Der andere, den liefern wir jetzt oben zu den Schutzanzügen. Bin am Überlegen, ob wir da nicht auch eine isolierte Leitung nehmen, weil es ja doch hier ziemlich warm ist, ne? Also wir bauen das nochmal ganz kurz um. Isolierte Leitung. Jetzt müssen wir aufpassen, dass ich nichts Falsches ausgewählt habe. Magmatit, jawohl. Ab wo müssten das eigentlich sein? Ab. Ja, eigentlich schon ab Gasbrücke. Damit es sich ja nicht unnötig weiter aufwärmt. So. Na, was ist denn jetzt? Ach, Autosave. Okay. Hat gerade ein bisschen lang gedauert, da habe ich gedacht, hoffentlich schmiert das Spiel nicht ab. Und eigentlich ist das hier, was ich hier so gebaut habe, auch doof. Das muss ich anders machen. Werdet aber gleich sehen. Plant das jetzt vorläufig erstmal so. Da muss es dann nicht mehr isoliert sein eigentlich. So, das werde ich dann gleich umändern hier. Und hier machen wir eine Gasbrücke rein. Ja, wohlgemerkt noch eine Gasbrücke. Aber immer wenn man was priorisieren möchte von einer Leitung, braucht man so eine Brücke. Ich glaube, so langsam kriege ich es wieder rein, wie das genau sein muss. Ah, stopp. Ah, Fehler. Fehler. Das können wir aber so lassen. Das ist jetzt kein Problem. Dann gehen wir hier nochmal her. Da hoch. Gasbrücke. Das muss ja hier gefiltert werden, genau. Das muss ja hier gefiltert werden. Dann brauchen wir hier die Gasbrücke. Und ja. Jetzt lassen wir das mal bauen am besten. So, dann. Die zwei Pumpen, die werden wir zerlegen. Die und die. So, okay. Leitung folgt gleich. Das kann ja noch leer laufen. Da können wir die. Ne, die Leitung nehmen wir nicht noch weiter. Die kann aber generell erstmal zerlegt werden hier.
So, da kommt er wieder mal dran, ne? Gut, dann kriegt er hier mal eine Leiter spendiert von mir. So, der Hochdruckgasabzug. Den werden wir, glaube ich, zerlegen. Und wir werden hier oben Frage ist, wo ich das mache. Wir werden hier auf jeden Fall neuen Sauerstoff reinpumpen wieder von oben. Deswegen habe ich ja hier eine Gasbrühe gebaut. Das muss aber in dem Fall dann wieder nicht mehr isoliert sein. Das kann jetzt dann ruhig eine normale Gasleitung sein. Da muss dann der Sauerstoff auch nicht gefiltert werden. Aber warte mal. Die Gasbrücke hätte ich eigentlich hier reinbauen können. Dann kann ich hier nämlich Ernte hoch. Gut, okay, dann noch einmal Gasbrücke ändern. Jetzt ist es wieder Abend, ja. Jetzt macht es nämlich eh keiner mehr. Jetzt haben die nicht schon wieder Feierabendmodus. Die gehen zwar noch mal irgendwo hin rum und ja, machen irgendwas. So, die Gasbrücke hier zerlegen. Die Leitung hier zerlegen. Und dann kommt von hier, das ist isoliert, das brauchen wir isoliert, habe ich gesagt. Ja, das kostet wieder Zeit, das Ganze. Wenn man von da ab, oder ist es von da besser? Ne, eigentlich von der Autosave. So, ich weiß noch nicht ganz genau, wo es hinkommen soll. Wo ist denn das am besten? Eigentlich da im Gang, oder? Im Gang wäre es doch am besten, wenn man das anbringt, den Sauerstoff. Wenn man das da oben, ja, wobei da oben wird wahrscheinlich sowieso noch mal was umgebaut. So, dann machen wir da den Abzug hin. Wir probieren es mal mit einem normalen Gasabzug. Wenn der natürlich dann blockiert, dann ja, wisst ihr ja, was passiert. Na gut, dann machen wir jetzt mal noch eine Gasbrücke drüber. Ich wollte das andersrum machen, weil wahrscheinlich, ja, die Leitung hier wird irgendwann gekillt werden. Da wird ja hier Wasserstoff abgepumpt. Jetzt noch ein paar Milligramm, das können wir eigentlich schon wieder. Eigentlich könnte ich auch einen Sensor hinbauen, der uns da die Pumpe anschmeißt, wenn hier Wasserstoff detektiert wird. Aber das ist immer was blöd, da müsste man eine Kombischaltung machen, der detektiert, dass Wasserstoff da ist und dass das zum Beispiel über 1000 Kilogramm ist. 1000 Kilogramm, ich meine natürlich 1000 Gramm. Weil, ja, die Pumpe schafft ja 500 zum Beispiel, dass die da nicht ständig sich einer tot pumpt und den Sauerstoff hier wieder wegpumpt, ne? Das wird hier gefiltert, wobei ich wollte es eigentlich nicht als Standard, als dauerhafte Einrichtung hier lassen, das ist klar. Ne, wir machen es mal folgendermaßen, dass ich das nach Bedarf aktiviere oder deaktiviere. So, das soll schnell sein hier. So, da können wir noch einmal hier Strom abreißen. Jetzt habe ich schon ewig viel vom Video wieder verprasselt für sowas hier, aber das war jetzt halt eine wichtige Sache. So, das Kabel können wir hier eigentlich komplett streichen. Das können wir streichen. Okay. So, was macht der Sauerstoff jetzt? Ah, die haben nichts zu tun. Wenn ihr nichts zu tun habt, dann wüsste ich was für euch. Könnt mal ein bisschen aufräumen. Ach, da habe ich Leitern zerlegt. Die können jetzt nicht mehr zerlegt werden. Ja, das war, ich habe das hochgebaut und dann sind sie auf einmal da oben rüber ohne Schutzanzug gestiegen und das war natürlich dann Mist wieder. Ich meine, hier hinten haben wir ja noch einen Haufen Sauerstoff zwar rumstehen, aber der verteilt sich halt immer so schlecht ohne Pumpen, wenn man das hat und. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da nicht einen Fehler gemacht habe.
Nee, das muss hier zu den Anzuchtdocks, genau. Na, jetzt können wir es halt nicht sehen. Jetzt ist gerade einer weg, aber wenn der wiederkommt, mal schauen, ob es klappt. Habe ich jetzt nicht gesehen. Doch, da. Ja. Die werden zuerst versorgt, aber wir möchten da ja noch eine Änderung kurz machen. Und zwar, das ist so. Ja, ich mache es gleich richtig. Jetzt wird es gleich sehen, warum. Jetzt sieht es halt ein bisschen strange aus. Jetzt müssen wir hier noch die Verbindung jeweils kappen. So. Das machen wir anders hier. Das soll nämlich nicht da durchlaufen. Wäre mir lieb, wenn das noch passieren würde heute. Aber wahrscheinlich macht es heute keiner mehr. Ich kenne die ja. Die machen jetzt schon wieder Feierabendlaune hier. Was tragen die darum? Flaschen ab, okay. Ja, gut, die Anzüge sind ja aufgeladen. Das ja eigentlich schon abkappen, und weil da Sauerstoff rauskommt, ist es eigentlich auch egal. Das eine habe ich jetzt aus Versehen abgekappt, das ist falsch. Das kommt wieder ran. So. Gut, ja, ich habe es ja gesagt, dass da keiner mehr will. So, jetzt haben wir hier ein Langhaarslickster. Warte mal, habe ich den einen schon umgesiedelt? Ich habe, glaube ich, schon einen umgesiedelt, weil der Langhaarslickster ja im CO2 nicht überlebt. Übrigens, da haben wir auch zu wenig CO2. Herrgott, zack. Naja, das haben wir hier ziemlich... Oh Mann. Der Dinger, der lief wahrscheinlich die ganze Zeit. Eigentlich müsste ich den noch an den Atmosensor dranhängen. Oder am zweiten Atmosensor, das habe ich ja gesagt. Vorläufig deaktiviere ich den mal. Ach Mann, da ist auch noch viel CO2. Oh Mann. Das Gas, wo man meistens zu viel hat, das habe ich jetzt nicht mehr so viel, okay. Da hätte ich noch ein bisschen CO2 drin. Der Gumpe hier. Naja, müssten wir mal wieder drüber pumpen, ne. Hier haben wir noch CO2 drin. Ich meine, klar, hier sammelt sich das ja an, ist ja klar, weil die Kohlengeneratoren. Ja, heute wird eine Gasfolge. Ich wollte es eigentlich nicht, aber okay. So, jetzt sehe ich noch einen Fehler hier. Die leider hier kommt weg, weil die ist aus Holz und oder Magmatit eben, und die ist nicht so dekorativ. So, was passiert denn hier? Ach, der mag. Verdammt. Der wächst hier im Wasserstoff nicht richtig. Naja, gut, manchmal. So. Ich wollte hier bloß eigentlich den Wasserstoff wieder nachfüllen dann. Der soll nicht dauerhaft hier dann wieder laufen, der Elektrolyse. Das können wir natürlich auch steuern, natürlich. So, der ist der mittlerweile ausgezogen hier, der Wasserstoff. Der hat sich jetzt da oben gesammelt, okay. Wie immer, das kann zerlegt werden. Was ist denn das hier? Medizinpackung, aha. Ach so, ja, ich habe da was probiert und... Jo, hab das dann wieder weggerissen. So, jetzt, ja gut, das eine noch zu zeigen. Unser Dampfraum ist momentan inaktiv, weil der Dampf irgendwie leider zu niedrig gekühlt worden ist. Durch das Wasser dann hier, und jetzt warte ich eigentlich gerade, dass sich das vielleicht von selber behebt. Der kann nicht ausbrechen, weil hier zu viel Kilogramm drin sind. Das Einzige, was ich machen könnte, aber das gibt eine Riesensauerei. Indem ich Dampf ablasse. Der kondensiert dann hier irgendwie und ja. Das wäre die einzigste Möglichkeit. Weil der dann hier nach oben steigt wahrscheinlich. Das will ich nicht. Oder ich muss halt jetzt einfach abwarten, ne? Oder muss hier irgendwie kühles Material reinbringen. Aber ich habe kein kühles Material. Eis könnte man reinbringen.
Ja, der kann halt nicht ausbrechen hier, das ist ganz klar. Das war ein kalter sozusagen. Und das dauert jetzt ewig, also ich dachte Dampf. Bei 99,4 Grad, da tut es kondensieren, aber es tut's nicht. Tja. Ja. Das scheißt mir da was. Was ist denn hier los? Hä? Da haben wir jetzt keinen Strom oder was? Das kann jetzt natürlich wieder sein, dadurch, dass... na doch, wir haben Strom, aber... Ah, das sollte sich natürlich mit dem hier steuern. Das ist natürlich blöd hier. Mist. So, bei dem sieht es gut aus. Der erzeugt mittlerweile 500 Grad. Ja, da steigt der Dampf auch hier immer wieder. Und da muss ich mir dann irgendwann mal was überlegen, habe ich ja gesagt, dass ich das Material hier raushole. Das muss ja noch gekühlt werden. Das können wir hier ein bisschen rumzirkulieren lassen wieder mit solchen Schienen dann da hat und so. Und dann müssen wir einfach mal gucken, wie wir das machen. Aber da traue ich mich jetzt heute nicht dran. Heute haben wir auch schon die meiste Zeit verbraten mit was anderem. So, wie schaut es denn eigentlich hier aus? Da ist jede Menge Pokeshell-Mold drin. Okay. Ja gut, und was hilft uns eigentlich da ab, hier aufzumachen? Wir haben hier eben unten eh schon ein riesen Fußbad hier. Da können wir doch eigentlich das ganze Wasser nach unten ablassen, oder? Das können wir wieder abreißen hier. So, das kann ruhig dann nach unten laufen dann und dann kriegt man auch die Schalen hier und das, ja, die wollte ich auch noch abgraben hier unten. Ja, das Einzige, was läuft, ist der hier. Das ist wirklich, ich habe mir schon überlegt, ob man da vielleicht, aber nee, ich könnte was anders machen. Ich könnte da heißes Material rein transportieren, zum Beispiel das Eisen da unten, ne? Dass ich das hier, aber das ist halt auch nur, das wäre nur eine temporäre Schnelllösung dann, damit es wieder so heiß wird, dass der Dampf hier abziehen kann. Alles was anders, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Man, das ist echt ärgerlich. Das ärgert mich sowas von. Das könnt ihr euch nicht glauben, ja. So, Rohöl, ich sag's da. Okay, Kohle. Ja, 2 Kilo. 2 Tonnen meine ich natürlich, nicht 2 Kilo. So, da habe ich mittlerweile begonnen, hier die Dornblüten anzupflanzen zu lassen. So, und der Abstand ist ja anscheinend hier 4. Hat er da schon gepflanzt? Ja, da fehlt noch eine Beleuchtung. So, die legen hier munter Eier. Eier müsste ich auch noch ein paar, muss ich auch noch was mit Eiern machen, natürlich. Aber dazu kommen wir mal ein anderes Mal. So, die Beleuchtung. Können wir eigentlich dann hier anbringen. So, da brauchen wir da Ström. Ah ja, schau, schon hat er... Ja, das ist ja perfekt hier. So, aber wir haben... Die Dornblüten sind jetzt ein paar aus dem Drucker immer wieder gekommen. So, aber 4x macht er nicht, glaube ich. Also das ist auch 3x3. 3 und dann 4 Platz. Und na gut, das kann eine Ausnahme gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ich denke aber, dass er hier kein weiteres grabt. Das ist immer so. Dann müsste ich eigentlich hier noch... Pip, geh doch mal weg hier. Ich glaube, ich spinne. Hält ja den ganzen Verkehr auf. So. Lagertransport. Warte mal, habe ich Eier mit drin? Nee. Dann kann ich doch eigentlich das hier aufräumen lassen, ja. 2 Pip-Eier. Ich meine, die können ruhig so bleiben, wie sie sind. Und da habe ich mittlerweile hier den Autoerntebefehl reingemacht. Die soll natürlich auch geerntet werden. Na, so. Dann haben wir endlich Dornbeeren. So, die Kühlung hat 15 Grad hier, okay. So. Ja, vielleicht reicht es auch mit den Dornbeeren hier. Ich habe gedacht, es langt vielleicht den ganzen Raum nicht. Was liegt denn hier rum? Aluminium. Na, lassen wir es einfach mal. Ob der jetzt hier pflanzt oder ob das vorhin... Ob das 3er, 4er muss sein, ich weiß es nicht.
Das will ich jetzt mal nicht weiter beobachten. Das sprengt den Rahmen. Gut, jetzt machen wir mal mit unseren Gasen weiter. Die brauchen Futter hier. Die haben kaum mehr Futter. Weil ja hier nichts mehr rauskommt. Na doch, wir hätten schon noch, aber... Und hier fehlt es halt auch, das CO2. Wir sind hier fast... Warum haben wir da eigentlich einen Lufterfrischer noch? Na, falls hier was verderbt und da wird dann böser Sauerstoff oder so. Hm, brauchen wir den hier noch? Weil dann würde ich sagen, wir machen da dann... Naja gut, dann müsste ich ja eigentlich auch eine CO2-Leitung einlegen. Ne, der würde sich ja nicht verbrauchen, der CO2, oder? Wenn der einmal drin ist, dann bleibt er da eigentlich auch drin. Dann müssen wir den eigentlich bloß kurz reinlassen noch. Wir warten mal, bis der Druck hier höher wird, da. So, aber da müssen wir was machen, dass die Tiere verhungern uns ja sogar. Da machen wir Folgendes. Gut, hier wird wahrscheinlich kein Wasser mehr reinkommen, großartig. Dann gehen wir mal her. Lüftung. Ein Gaspumpe. Gut, wir setzen sie eins weiter höher. Dann passiert da eigentlich auch nichts. Gasleitung. Ach toll, jetzt muss ich mich da wieder durchschlängeln. Ja, wir müssen hier hoch. Brücke, Brücke. Das können wir ja hier unten einspeisen, oder? Das muss ja nicht oben rein, das drückt sich ja dann nach oben. Und dann hier den Lüfter machen. Gasbrücke. So, das kann nicht gebaut werden. Da fehlt eine Leiter. Da fehlt leider eine Leiter. So. Gut, hier unten wird es auch schon lustiger Zoo. Wie viel ist denn hier? 9 Tiere, okay. Dann brauchen wir hier auch noch einen Stromanschluss. Leiterkabel. Können wir... naja, die läuft ja nicht, aber... Egal. Dann nehmen wir uns einfach davon hier noch eine Leitung weg. Ja, ich kann mir... Aber eigentlich kann ich mir die Chlorgasleitung hier auch schon sparen. Das Chlor bleibt ja... Das verbraucht sich ja nicht. Warum liegt denn hier immer noch Obsidian? Das soll mal weggeräumt werden hier, Mensch. So. Jetzt zeigt mir das Gasoberlay nochmal an. Also ich glaube, wir können die Chlorgasleitung hier, die können wir uns bedenkenlos hier abbauen. Den Abzug können wir wahrscheinlich nicht zerlegen, ich weiß es nicht. So, kann das zurücklaufen? Ne, das hat hier eine Brücke drin, okay. Wobei, zurücklaufen geht sowieso nicht, weil das wird hier reingepumpt. Genau. Dann machen wir Folgendes. Wir cutten das hier ab. Und schließen das hier wieder an. So, Lüftung. Jetzt habe ich hier natürlich keine Leitern, nur das kann ja nicht gebaut werden hier. Oder ich muss oben rumfahren. Das können wir kurz machen so. Dann müssen wir da keine Leitern bauen. Dann machen wir das lieber so. So. Schließen wir mal da an. Und das muss ich dann noch ändern hier natürlich. Gasbrücke, da ist Gas drin, aber. Na gut, wir gucken mal, wie sich das dann hier gestaltet. Ach, der Gasabzug konnte hier tatsächlich zerlegt werden. So, die Gasleitung weg hier. Die Brücke weg hier. Wenn hier ein bisschen Chlorgas austritt, ist das eigentlich auch nicht so schlimm. So. Und der Rest soll eigentlich dann leer laufen. Ah, ohne Lüftung geht gar nichts. Und zwar in dem Fall natürlich ein Hochdruckgasabzug rein. Warte mal, das habe ich aber glaube gesperrt, oder? Ne, ich hab's. Aber im Moment kann ja hier kein Gas raus.
Jetzt kriegen die ein bisschen Sauerstoff, die Langhaarslipster natürlich. Ja, die bräuchte ich jetzt eigentlich auch nicht so groß, weil, naja. Gut, wir machen mal folgendes, die Langhaarslipster. Ach, Mensch, ich muss jetzt hier ständig immer durchlaufen. Manchmal ärgert es mich so ein bisschen. Langhaarslipster werden hier ausgesiedelt hier. Und hier. Also hier kommt eigentlich eine Slickster rein. Jawohl. Das heißt, eigentlich wäre dann ein stehender Befehl, die einzufangen, oder? Wir lassen es mal so, aber ich bin mir nicht sicher. Ansonsten muss ich da Fallen hinbauen. Aber dann erwische ich wahrscheinlich immer bloß die Falschen. Weil ich in der Falle nicht festlegen kann, was da eingefangen werden soll. So, der Drucker ist ja schon seit einer Weile aktiv, ne? So, was wollen wir denn haben? Ja gut, einen Doktor braucht man nicht. Bauernversorgung ist Forschung bauen. Ach nee, Magen ist nix. Wissenschaft. Kann kein Graben, keimresistent, kein Geschmack. Bin am überlegen, ob wir Otto aufnehmen. Den könnte man später noch als Raketenwissenschaftler oder so anbieten. Oder ich weiß es nicht. Ach komm, ich nehme erstmal den Pip. Wir werden irgendwann nochmal einen kriegen. Sagte er und dann hat er kein Glück mehr. Dann muss ich den Drucker wahrscheinlich ein bisschen streicheln, aber okay. So, jetzt kriegen die wieder Futter. Bevor die hier sterben. Ja gut, eingeengt, das ist klar. Da muss ich auch noch, ich muss für alle Stellen mal noch so eine Steuerung machen, damit es mit dem Eingeengt hier weggeht. So. Hier wird es auch sehr schnell weniger, das Gas hier. Und ja gut, bei meinem ja. Da können wir. Warum laufen eigentlich die Holzöfen nicht? Weil wir die ziemlich runtergedreht haben, glaube ich. Und weil wir auch genug Strom gerade haben, okay. Ja, ich gucke halt immer wieder mal da unten hin, wann das vielleicht mal komplett kondensiert und... Nee, aber es wird nichts helfen. Wir bekommen den Dampf einfach nicht los hier. Das, ja. Ich werde hier aufreißen müssen und einfach mal was ablaufen lassen müssen. Es wird auf kurz oder lange Frist nicht anders funktionieren. Ja, weil sonst ist das nichts. Ich habe hier noch ein bisschen rumexperimentiert. Ich möchte ja nicht von jedem hier einfach hier was abkupfern oder so, deswegen ja. Ah ja, genau, und Erdgas wollen wir ja auch noch machen. Wir sind ja inzwischen so weit, dass wir hier klar Schiff machen könnten. Da können wir noch ein bisschen was abrufen hier, also ein bisschen was abgraben. Das Salzwasser, naja gut, das kann man auffischen dann, wenn es das dann stört. So, den Anschluss, der dürfte eigentlich noch nicht arbeiten, aber der tut so, als würde er arbeiten, tut aber noch nicht. Nominal. Ein Gossmann ist unser Held hier, okay. So, mehr grabe ich hier dann aber auch nicht ab, das können wir noch abgraben. Den Stein hier. So. Wobei, warte mal. Ich möchte die Flüssigkeit hier abwischen. So, jawohl. Da hat sich selber den Boden unter den Füßen weggegraben, der Rogi. So, Mimi. Ja, das hätte er jetzt aber auch fertig machen können. Ja, hier ist noch ein bisschen Mensch, wenn ich so arbeiten würde. Naja. Das können wir eigentlich bis hier hinweg graben, oder? Aber ich sagte ja immer, das ist eigentlich natürlicher Isolationsding. Jetzt
komme ich hier wieder nicht hoch. Ja, schön. Das hast du gut gemacht. Dann machen wir es eben so. Da kommt hier halt wieder der Leiter hin. Ja, machen wir halt zwei Stufen, komm. So, der Rest kann abgelegt werden hier. Da. Zerlegt, zerlegt. Kommt hier einer? Ja, Rocky kommt, okay. Schön. Kann ich dich vielleicht auch überreden, dass du... Ja, wenn jetzt hier mehrere kommen, das ist immer schwierig dann. Ah, Mist. Ah, ne, er macht weiter. So. Gut, naja, gut. Ich muss jetzt überlegen, wie ich den Tank danach baue. Das wird wieder ein Gastank, ja. Ich wollte euch ja gerne auch mal einen Wassertank bauen. Naja, vielleicht können wir es ja mit Rohöl machen. Ah, da ist auch ein bisschen Petroleum. Nice. Ist da Öl zu Petroleum geworden? Das kann aber nicht sein. Nee, das Wasser ist nicht so heiß hier drin. Es wird ja bei 400 Grad erst Petroleum. Gut, Leute. Dann... Das ist natürlich echt... Das ärgert mich echt, dass ich das... Dann mache ich heute mal tatsächlich früher Feierabend. Ja, oh Gott, er macht keine 50 Minuten oder Stunden. Nee, es muss ja mal sein. Ich habe sonst laufend überzogen. Jetzt sage ich auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wie immer Like und Kommentar da lassen. Und wer möchte, kann natürlich auch ein Abonnement da lassen. Das würde mich sehr freuen. Ja, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lego.